Das sind die Diener, die jetzt hier reingehen. Da sind schon wieder irgendwelche Händler unterwegs. Habe ich überhaupt irgendwelche Händler hier mit reingeholt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Vielleicht brauche ich die Händler aber auch, damit die sich zu Luxushäusern entwickeln. Das könnte auch sein. Die haben auch schon alles ausgebaut, aber sie werden nicht größer. Haben jetzt wieder sehr viel eingekauft. Diesmal hatten wir einige Felder gezählt. Fast alle Felder ausgelassen. Die sind wieder nur unterwegs gewesen, die beiden. Jetzt geht er zum Arzt. Wir könnten hier noch einen weiteren Priester mit hinbauen. Hier. Stellen wir da auch den Schrein der Bastet mit hin, plus nochmal eine Apotheke. Können die Leute hier noch mit hochlaufen. Ist zwar auch nicht viel kürzer, aber dann werden die beiden Apotheken wenigstens entlastet. Denen geht's besonders schlecht. Jetzt protestieren die auch noch. Ah, endlich. Wenigstens ein mittleres Anwesen, das ist gut. Wir brauchen die Luxusanwesen. Und natürlich könnte ich das andere Ding fertig bauen. Das wäre überhaupt kein Problem. Demnächst sowieso. Wieder keine gute Ernte. Weil die Schreiber einfach zu faul sind. Wahrscheinlich werden wir diesmal so um die 2200 oder so eingenommen haben. Das ist doch echt zum Heulen. Die laufen immer dann hier rüber, wenn ich sie nicht mehr brauche. Das ist so zum Kotzen. Das ganze Jahr über sitzen sie und kraulen sich. Egal. Denen geht es allen nicht mehr so gut. Aber Ziegel haben wir noch in Nöcher. Theoretisch könnten wir tatsächlich losziehen und hier auch noch den anderen Handelsweg bestreiten. Aber bringt ja nichts. Bringt ja überhaupt nichts. Gibt auch sonst nirgendwo mehr Gold. Wir könnten die Handelsroute hier oben abschließen und sogar noch Yachten bringen, wenn wir denn Zedernholz mit unterbringen würden. Aber lass mal. Ich frage mich auch gerade, ob eine der neuen Familien, Isis, hinterzogene Steuern in diesem Jahr. Aha. Und die beschweren sich noch? Nö, jetzt sind sie ja wieder ganz glücklich. ob eine der Familien tatsächlich schon eine Familiengruft hat, aber leider noch nicht. Die Familiengruften sind nur hinter den dreien oder bei den dreien geblieben. Freuen sich, dass sie eine Familiengruft haben. Ist ja auch eine große, da passt ja auch viel rein. Und tatsächlich, zwei heißen genau gleich. Die beiden hier. Deswegen wohnen die wahrscheinlich auch aneinander. Der Sohn ist wahrscheinlich erwachsen gewesen und ist dann gleich rübergezogen. Hat sich ein eigenes Haus gesucht. Ja, einen Schrein für Bastet könnten wir noch mit hinbauen. Warum nicht? Wir können uns ja auch noch ein Priestergebäude leisten. Das ist alles kein Problem. So, Priestergebäude steht. Ein Schrein. Können auch gleich zwei mit hinstellen. Mensch, wo sind die denn? Da. So, Nummer 1 und Nummer 2. Einmal für Bastet.
Und Horus könnten wir auch nehmen, aber wir nehmen Isis. Ist ja für alle Frauen gedacht, die gute Isis. Ihr Prestige steigt. Immerhin, wir sind jetzt auch nur noch bei minus 10, was Ereignisse angeht, nämlich der Tod des Pharaos. Wie alt bin ich jetzt? 29. Oh, verdammt. Ich brauche schon wieder eine neue Masterbar. Wir könnten auch mal einen großen Obelisken bauen, um noch ein bisschen Prestige mit ranzuholen, aber es bringt mir ja nichts. Nee, komm, wir bauen eine große Masterbar noch mit hin. Am besten gleich zwei. Sind die Leute wieder ein bisschen beschäftigt, das ist nicht so schlimm. Er zählt Steuern, er zählt Steuern. Wunderbar. Dann wird es diesmal ordentlich Steuern geben. Wir könnten theoretisch noch ein weiteres Silo mit aufbauen. Dann kriegen wir auch noch ein bisschen Essen mit unter. Und wir könnten bald das Ding hier fertig machen. Wir brauchen bloß noch das restliche Gold. 4-mal Gold. Dann sind wir durch. Eigentlich warten wir nur noch aufs Gold, ne? Klar, und auf die Luxusanwesen. Wir haben jetzt sehr viele große. Es fehlt nur noch der hier. Dann sind alle soweit groß. Und dann brauchen wir wirklich nur noch das eine Teil. Geil! Ah, das Gold ist da. Wunderbar. Hin dort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, nur noch das eine. Dann haben wir 10. Fast alle Felder gezählt. Perfekt. Diesmal haben wir 177 von 207. Wir sind noch am Zählen. Sollen wir die hier machen? 183 von 207. Das sieht perfekt aus. Neuer ägyptischer Standort Karnak. Zu diesem Ort wurden Beziehungen aufgenommen. Wunderbar. Fertig gebaut. Das Kultzentrum. Schlechthin. Da geht die Post ab, da wird Party gemacht. Das Silo wird jetzt auch fertig gebaut, dann können wir noch mehr Essen unterbringen und wir warten nur noch darauf, dass dieses große Anwesen fertig wird. Dann sind wir durch, dann haben wir gewonnen. Priester war leider nicht da. Jetzt ist er da, zu spät. Ach, und dann haben wir es gleich geschafft. Auch denen geht es wieder besser. Die haben den Diebstahl auch überstanden. Super. Ihr Prestige steigt. Hervorragend. Nur noch 84 Leute sind mit den Kulteinrichtungen unzufrieden. Und das bei über 600, 700 Leuten ist schon super. Dann 6 mit Gesundheitseinrichtungen unzufrieden. Das ist hervorragend, die Leistung. Wenn das mal in Deutschland so wäre. Ja, das wäre schon cool. So, ich bin gespannt, wie viel wir bekommen. Hohe Steuern.
3725. Natürlich haben wir ein bisschen was ausgegeben für den Export. Wir haben 2000 mal eben rausgehauen. Eigentlich waren wir bei circa 2000, die wir ausgegeben haben. Aber hey, 1700 plus gemacht. Top. Und wir werden wahrscheinlich gleich einfach bloß sehen, wie wir gewinnen. Dann ist Ende. Die werden uns nicht mehr sagen, ob das hier gewachsen ist oder nicht. Jo, jede Menge großer Anwesen. Im nächsten Jahr wird dieses Anwesen auch größer sein, oder in diesem Jahr, keine Ahnung, wann die immer wachsen. Aber sie sind schon eine ganze Weile komplett zufrieden. Auch wenn sie jetzt natürlich nicht großartig auf die Jagd gehen können oder eine Familiengruft haben oder ähnliches. Es ist dennoch schön zu sehen. Da kommt der Pharao rein. Jetzt sind wir 30. Hier kommen nur Adlige rein. Hier ruht ein Pharao. Da ruhen wir. Natürlich, durch die ganzen Grabstätten steigt unser Prestige auch nochmal ordentlich. Wir haben sehr viele große Mastabas. Die eine große sogar mit 14 Punkten, weil der Pharao dort beerdigt wurde. Die kleine nur mit einem Punkt. Denn der andere Pharao, der ist schon versiecht. Der stinkt schon. Der ist schon nicht mehr gut. Der gehört in Müll. Oje, oje. Alle sind noch reich, alle haben genug zu essen. Und wir warten nur darauf, dass die eine Luxusvilla sich entwickelt. Komm schon. Euch geht's so verdammt gut. Jetzt wäre es nicht mal schlimm, wenn wir angegriffen würden. Werden. Ja. Es wäre nicht mal schlimm. Wir könnten uns A verteidigen und B würde wahrscheinlich vor dem nächsten Angriff sowieso diese Villa hier noch weiter wachsen. Dann ist Ruhe. Wir können ja noch ein bisschen was Hübsches drumherum stellen. Mal, die Hecke pflanzt sich unten hin. Ich habe gedacht, die können wir im Ganzen ziehen, aber ist leider nicht mit drin. Ist jetzt auch nicht wirklich hübsch. Ich habe gedacht, das wäre besser. Ach, na endlich. Errungenschaft freigeschaltet. Waset. Die Könige früherer Zeiten beugen ihr Haupt in Anerkennung vor dieser großen Leistung. Karnak legt ein glänzendes Zeugnis vom Ruhm ihrer Herrschaft ab. Es ist ein Leuchtfeuer für alle Anhänger der großen Götter Ägyptens. Herausforderungsstufe, normal, verstrichene Zeit 17 Jahre, Prestige 66, beeindruckend. Gesamtbevölkerung 651 Personen, Unzufriedenheit der Stadt, perfekt. Wunderbar, wir sehen uns im nächsten Part wieder, dann mit der nächsten Stadt, jetzt muss ich mal kurz gucken, Asyut. Also auf geht's nach Asyut, dann nach Moon und dann kommen nur noch die schweren Missionen. Ich freue mich drauf, bis gleich.